Der Nürnberger Burgsandstein hat bis heute eine große Bedeutung in der Nürnberger Altstadt. Man weiß es ja, die Burg, die großen Kirchen, die Mauthalle, viele Bürgerhäuser, die Stadtmauer, alles aus Nürnberger Burgsandstein. Aber was viele nicht wissen, sogar der Name Nürnbergs, die erste Nennung, Norinberg, bedeutet Felsenberg, felsiger Berg, auf Englisch übersetzt Rocky Mountain. Der steckt also sogar im Namen Nürnbergs drin. Ja, das ist ein ganz besonderer Fall hier. Wenn wir also da schauen, diese Wand hinter dieser Halle, da haben Sie den sogenannten Wurzeldorfer Quarzit. Das ist also ein stark verkieselter Burgsandstein. Das heißt, Sie haben hier im Westen des Bruchs einen ganz harten Sandstein und im Osten des Bruchs haben Sie den normalen Nürnberger Burgsandstein in der weichen und mittleren Qualität. Ja, der Nürnberger Burgsandstein wird hauptsächlich in der Denkmalpflege eingesetzt, dort als Austauschmaterial für historische und denkmalgeschützte Bauobjekte. Aber auch im Neubau kommt er zum Einsatz für Fassadenplatten, Mauerquader oder auch in der Garten- und Landschaftspflege für Mauern, Brunnensteine etc. Ohne den Wurzeldorfer Sandstein und ohne die Firma Schenk, die hier den Stein wieder gebrochen hat und wieder an die Oberfläche gebracht hat, würde unser großes Projekt der Pellerhof ganz anders ausschauen. Denn erst damals 2010 bekamen wir die gute Qualität in der Farbe, in der Bearbeitbarkeit und in der Härte, weich genug, um gut zu bearbeitet zu werden. Und aber hart genug, um der Witterung zu trotzen. Insofern war das, glaube ich, für uns eine gute Wahl.